Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash. Heute kommt die zweite Folge von Horse Heaven und nach dem Intro geht's los. Ja, schön, dass du einschaltest. Ich hole mir jetzt erstmal meine tägliche Belohnung ab hier. Anfordern. Was kriege ich denn da? +50%. Das eine brauche ich noch nicht von den Rennen hier, ne, weil die kann ich noch nicht machen. Deswegen nehme ich hier das Futter. Die Sache ist, ich zeige dir das jetzt mal. Das Angebot will ich nicht. Ich zeige dir das mal. Ach so, warum habe ich keinen Ton an? Hier, guck mal, ich mache mal ein bisschen Ton. Vielleicht höre ich jetzt was. Aber vielleicht auch nicht. Also ich kann die Sachen hier schon nicht einsammeln. Ich habe nämlich noch zwei Felder dazu gemacht, ne? Hier unten. Und hier habe ich immer mal ein bisschen was weggemacht auf dem Paddock. Und mehr habe ich nicht gemacht. Dadurch, dass ich jetzt aber die Felder habe, ist meine Scheune voll. Guck, da ist jetzt ein bisschen mehr drin. Da muss ich gucken, ob ich das dann verkaufe oder nicht. Das könntest du mir in die Kommentare schreiben, wie sich das mehr lohnt. Das weiß ich nicht so genau. Ich würde jetzt die nächste Aufgabe erstmal in Angriff nehmen. Und das ist hier, das Pferdchen zu bürsten. Voll süß. Warum habe ich keinen Ton? Das macht mich schon fertig. Okay. Bürsten kostet mich 150, das muss ich bezahlen, echt? Okay. Dann mache ich das mal. Ah, guck mal. Oh Gott, warum ist das so dreckig? Das ist ein Offenstallpferd, ne? Glaube ich. Oh Gott. Sieht aus wie ein kleiner Spirit, wie süß. Pflege einfohlen zum ausgewachsenen Pferd. Achtung. Es wird groß. Oh, wie schön. Cool. Bereit zum Jagdrennen und zur Zucht. Okay. Zurück. Jagdrennen. Du hast eine Einladung für das Jagdrennen in der Stadt Mexiko erhalten. Okay. Juhu, du hast dein erstes ausgewachsenes Pferd. Nun kannst du an Jagdrennen teilnehmen und zeigen, wer der König der Zucht ist. Also, dass keine Musik ist, macht mich wahnsinnig. In der ersten Folge war mein Mikro irgendwie falsch eingestellt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt vernünftig. Man weiß es bei mir nie so genau. Und jetzt passt das wieder nicht hier. Jagdrennen bieten Münzen und andere Preise, wenn dein Pferd außerordentlich gut abschneidet. Mexiko. Betreten. Ah, und jetzt ziehe ich das Pferd, okay, hier hin, mit dem ich reiten will, und dann mache ich Start. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Tippe zum Springen. Okay. Halte, um höher zu springen. Okay, beginnen wir das Spiel. Na, das wird nichts bei mir, kann ich dir verraten. Du erhältst dir eine Gebühr für den Auftritt. Okay, auf geht's, Cupcake. Tippe irgendwo länger hin, um zu springen. Ah ja, okay, das kriege ich hin. Okay, und ich muss die Münzen jetzt einsammeln, oder wie? Ja, wahrscheinlich, ne? Okay, kriege ich hin. Lauf, Pferdchen. Cool, cool. Ach, das ist total niedlich. Guck, wie das springt. Das ist ja putzig. Na, ich verliere trotzdem eine. Also. Ach Mist, da wollte ich doch gar nicht drüber wegspringen. Das macht ja auch nun gar keinen Sinn hier. Ein Herz. Dann geht das Rennen länger, oder? Also, denke ich. Oh, das war jetzt ein Satz mit X hier. Oh, mein Pferd ist total kaputt und müde. 468 Meter. Ich verdiene Geld auf jeden Fall. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Braves Cupcake-Pony. Okay. Schönes Rennen. Du bist ein Naturtalent. Ja, bitte später. So. Nimm noch einmal teil, um größere Belohnung zu erhalten. Du hast den Paarungsstall freigeschaltet. Okay. Tolle Neuigkeiten, der Paarungsstall ist jetzt verfügbar. Ich sammle erstmal das Geld ein. Guck
die... Achso, ich muss erst den Paarungsstall bauen. Paarungsstall. Ja, ein bisschen da oben vielleicht. Irgendwo... Hallo? Nein, das soll doch nicht... Ja, ich mache das mal dahin und setze das dann wieder um. Ein klasse Paarungsstall. Paare ausgewachsene Pferde, um Fohlen zu züchten. Das ist ja cute, okay. Aber auch der beste Hengst kann sich nicht ohne Stute paaren. Besuche meine Ranch, um einen Partner für dein Pferd zu finden. Das mache ich. Mal gucken, was sie so für Pferde hat. Ich habe das perfekte Pferd, nimm meine Appaloosa. Sie wirft ein perfektes Fohlen. Ach so, ich darf das nicht aussuchen. Naja, dann nehme ich mal züchten hier am Anfang bei der Erklärung. Ja, so, der Hengst hin. 208 kostet es. Züchten. Vor der Zucht kannst du die Möglichkeit erhöhen, das Fohlen zu erhalten, was du dir wünschst. Du hast die Chance auf folgende Pferde. Das wäre ja niedlich. Tippe auf Spielen, um zu beginnen. Warte. Oh, die sind doch alle süß, oder? Also mal gucken. Ich finde die alle niedlich. Ich wäre mit allen zufrieden. Das ist dein neues Fohlen. Du kannst alles darüber auf dieser Seite erfahren. Hallo, ich habe etwas für dich. Du kannst das Geld verdienen, um alles für dein Fohlen vorzubereiten. Okay. Millie, den Namen muss ich dann noch ändern. Millie ist ein Mädchen. Ach so, das muss ich freischalten. Ja. Nee, da warte ich jetzt. Die 40 Sekunden habe ich Zeit. Und ich habe gelesen, dass ganz viele von euch das Spiel auf alle Fälle auch spielen und viele haben sich gefreut, dass ich das jetzt spiele. Ich hoffe, ihr gebt mir ganz, ganz viele Tipps und Hilfe unten in die Kommentare und ja, dass ich dann coole Pferde habe. Und bleibt man dann eigentlich auf dem Gelände oder kommt dann irgendwie nochmal, weißt du, so ein anderes, jetzt bin ich ja in Montana auf einer Ranch, kommt zum Beispiel nochmal eine andere Ranch oder so? Ach so, guck mal. Und das kleine Symbol hier bei dem Quarter bedeutet wahrscheinlich, dass das ein gutes Springpferd ist. Schau, dein Fohlen ist da. Auf geht's. Zack. Jetzt kann ich den Namen eingeben. Cupcake ist ja mein Hengst und die Stute heißt dann Lollipop. Lollipop. Zack. Aufgabe abgeschlossen. Jetzt muss ich wieder zu mir nach Hause zurück, wahrscheinlich, ne, denke ich mal. Ach, guck, da steht die kleine Lollipop. Lollipop will was zu essen. Lollipop, ich gebe dir was. Du bist sehr niedlich. Lollipop ist erst Level 1, schau. 1, 2, 3. Sehr schön. Lollipop ist Level 2 geworden. Sehr cool. Okay. Stroh muss ich dann noch machen bei Lollipop. Hier möchte gebürstet werden. Das mache ich auch mal. Alter, wie siehst du denn aus, Cupcake? Wie ein Schwein. Was ist denn nicht richtig hier? So. So ist es besser. Weiter. Und zurück. Oh, Rang 6. Cool. Cool, cool. Der Weg zum Pferdemeister. Erreiche Rang 9, um einem Club beizutreten. Echt? Das gibt hier auch Clubs? Das wusste ich ja nicht. Und nimm an Club-Events teil. Aha. Da brauche ich aber noch ein bisschen. Oh, ich habe eine neue Pferderasse freigeschaltet. Ein Appaloosa. Und ein Mustang. Und ich habe hier die Aufgabe erfüllt. Das muss ich auch mal noch... Das auch und das auch. Okay. Jetzt muss ich hier mal die Bobbles noch wegmachen. Nein, ich will keine Werbung ansehen. Zack. So. Und was habe ich hier? Das habe ich auch erledigt. Guck mal, jetzt habe ich aber ganz schön viel Geld eingesammelt schon. Ne? Muss man ja mal zugeben. So, hier muss man ausmisten jetzt. Und dann muss ich mal gucken, ob ich meine... Scheune noch ausbauen kann, damit ich da wieder Sachen reintun kann. Im Moment ist es etwas überfüllt bei mir, würde ich sagen. So. Guck mal, weil ich kann das nicht gucken. Der Speicher ist voll. Bitte gib etwas Platz frei.
Die Sache ist, ich weiß nicht genau, brauche ich das Geld eher oder das Futter? Deswegen traue ich mich nicht, das Futter zu verkaufen. Züchte ein Pferd nach deinen Anforderungen, laufe 2 Jagdrennen. Dann laufe ich noch ein Jagdrennen, guck mal. So, natürlich mit Cupcake, das Fohlen kann ich ja noch nicht reiten. 2 Jagdrennen kriege ich hin. Du kannst die Hilfsmittel im Shop kaufen, um die Performance deines Pferdes zu verbessern. Schütze dein Pferd vor einem Treffer durch ein Hindernis. Okay. Nee, ich will da nichts kaufen. Okay, auf geht's. Vielleicht dann später mal irgendwann, ne? Also, wenn man das dann eher braucht. Meistens ist das ja bei so Spielen am Anfang, braucht man das noch nicht so dringend. Zack. Weil man die Sachen, die ersten, meistens noch ohne so Hilfe schafft. Oder relativ gut ohne Hilfe schafft. So. Mal gucken, ob ich diesmal ein bisschen weiterkomme wie letztes Mal. Letztes Mal waren es 468 Meter, oder? Ah, ein bisschen Herzchen noch einsammeln, das ist gut. Und die Münzen kann man natürlich auch mega brauchen. Das ist ganz cool. Meter geschafft. Los, komm, noch ein Herzchen vielleicht. Schade, leider nein. Nee, aber das ist gut. Und Diamanten will ich dafür eigentlich nicht ausgeben. Ich weiß nicht, braucht man nachher viele Diamanten? Kannst du mir ja auch mal unten in die Kommis schreiben. 598 Meter, das ist gut. So, dann hätte ich das nämlich abgeschlossen auch. Das habe ich und das habe ich. Besitze ein Pferd der Stufe 7, verkaufe 3 Gras. Guck mal, das könnte ich doch noch machen hier mal. Gras. 3-mal. Verkaufen. So. Aufgabe abgeschlossen. Ernte 3-mal blaues Futter. Besitze 5 Felder in Montana. Aber ich glaube, ich kann gar kein Feld mehr dazu holen, oder? Nee. Einen Markt kann ich aber setzen. Und was ist hier? Ein Feldweg. Oh, blaue Wildblumen, orangene Wildblumen, ein Zaun. Das heißt, wir können dann auch mal mit Deko beginnen. Das mache ich allerdings nicht mehr in dieser Folge, denke ich. Aber ich setze den Marktplatz hier hin. Irgendwo. Wo ein Platz ist. Und was kann ich da machen? Ach, da kann ich Pferde... da kann ich Pferde kaufen. Ah, okay. Quarter oder ein Appaloosa wäre gerade da. Und wahrscheinlich kann ich auch Pferde verkaufen, ne? Nee, das will ich ja nicht. Okay. Gut zu wissen. Und was haben wir hier? Oh, da kann man drauf und dann kann man, hier muss ich ausmisten. Ah, das ist ja, okay, cool. Dann braucht man nicht immer auf die einzelnen Ställe gucken, sondern hat alle Pferde so auf einen Blick. Das finde ich natürlich schon praktischer, muss ich sagen. Das ist nice. Bei 2 Pferden geht es natürlich auch noch so, aber wenn man dann nachher, weiß ich nicht, 50 Pferde hat, ist das natürlich ein bisschen anstrengend und viel sonst. Und da mache ich nochmal Bürsten. Und während ich Cupcake ordentlich vom Schmutz befreie, verabschiede ich mich für heute, für die heutige Folge. Ich freue mich jetzt über eure Tipps und Tricks und wir sehen uns morgen in einer neuen Folge wieder. Bis dahin, alles Liebe dir. Ciao, ciao, deine Damakasch.